Dresden, welches die Landeshauptstadt von Sachsen ist, besitzt ein 134 Kilometer langes Straßenbahnnetz, welches 12 Linien befahren wird. Die Bahnen verkehren wochentags, meist im 10-Minuten-Takt. Auf dem Dresdner Straßenbahnnetz werden mittlerweile größtenteils Niederflurbahnen bis auf einzelne Ausnahmen eingesetzt. In einzelnen Ausnahmefällen sind aber auch noch Tatra-Fahrzeuge anzutreffen. Der Straßenbahnbetrieb besteht in Dresden seit 1872 und soll auch weiter ausgebaut werden. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Dokumentation über die Straßenbahn Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden ist mit 550.000 Einwohnern die zweitgrößte im Freistaat Sachsen. Auf einer Fläche von 328,48 Quadratkilometern erstreckt sich die Stadt Dresden größtenteils in Ost-West-Ausdehnung. Um die einzelnen Stadtteile jeweils ans Zentrum anzuschließen, gibt es heutzutage ein 134 Kilometer langes Straßenbahnnetz. Bereits um die 1870er Jahre besaß Dresden schon eine enorme Ausdehnung. Um ein schnelleres Vorankommen in der Stadt möglich zu machen, eröffnete am 26. September 1872 die erste Dresdner Pferdestraßenbahnlinie. Diese Strecke führte vom Pirnaischen Platz im Zentrum von Dresden nach Blasewitz, welches damals noch ein Vorort von Dresden war. Diese Strecke wurde von der Continental Pferdeeisenbahn Aktiengesellschaft, welche ihren Sitz in Berlin hatte, betrieben. Bis ins Jahr 1873 hinein wurde diese Straßenbahnstrecke in Richtung Dresden-Plauen verlängert. Ab dort begann der Straßenbahnbau in Dresden in rasanter Geschwindigkeit. Einzelne Streckeneröffnungen werde ich hier aufgrund dessen, dass dies viel zu lange dauern würde, nicht nennen. Am 6. Juli 1893 eröffnete Dresdens erste elektrische Straßenbahn. Diese führte vom Schlossplatz aus nach Blasewitz. Diese wurde von der im Jahr 1889 konzessierten Deutschen Straßenbahngesellschaft betrieben. Die zu dieser Zeit mit ihr konkurrierende Tramways Company of Germany LTD mit Sitz in London konnte den elektrischen Betrieb auf dem Abschnitt zwischen Blasewitz und Laubegast durchführen. Die vollständige Elektrifizierung des Netzes dauerte etwa 10 Jahre an. Am 1. Januar 1906 wurden dann die beiden Straßenbahnbetriebe der Deutschen Straßenbahngesellschaft und der Tramways Company of Germany zu einem Betrieb zusammengefasst, und zwar der Städtischen Straßenbahn Dresden. In diesem Jahr besaß das Straßenbahnnetz bereits auch 23 Straßenbahnlinien. Diese reformierte im Jahr 1909 ihr Liniennetz, indem sie unter anderem auch die Dresdner Vorortbahnen zwischen zum Beispiel Niedersedlitz und Laubegast mit in das Netz eingliederte. Nun nach der Reform war auch die Anzahl der Linien auf 18 zurückgeschrumpft. Im Jahr 1930 gründete sich dann aus der Städtischen Straßenbahn Dresden die Dresdner Straßenbahn AG. Nach Luftangriffen am 13. und 14. Februar 1945 wurde das Straßenbahnnetz zu etwa 75% zerstört. Ab 1968 wurden die ersten Straßenbahnfahrzeuge von CKD in Prag vom Typ Tatra nach Dresden geliefert. Einige Fahrzeuge von ihnen sind auch heute noch im Einsatz. Im Jahr 1994 nach der Wende waren dann 14 Straßenbahnlinien auf dem Netz in Dresden unterwegs. Die letzten Reformen im Straßenbahnliniennetz von Dresden gab es im Jahr 2000. Und somit sind wir in der Gegenwart angelangt und folgendermaßen sieht das heutige Liniennetz aus. Der Kurs der Linie 1 verläuft zwischen Leutewitz und Prohlis. Die Linie 2 ist zwischen Gorbitz und Kleinschachwitz unterwegs. Die Linie 3 kann man zwischen Koschitz und Dresden-Wildermann antreffen.
Die Linie 4 ist die längste Linie im Dresdner Straßenbahnnetz und diese verkehrt zwischen Laube-Gerst und Weinböhla über Radebeul und Coswig. Ihre Strecke ist fast 29 Kilometer lang. Die Linie 6 ist eine Tangentiallinie und durchfährt somit nicht direkt das Stadtzentrum. Die Linie 6 ist mit ihrer Linienführung zwischen Wölfnitz und Niedersedlitz anzutreffen. Die Linie 7 benötigt für eine 23 Kilometer lange Strecke knapp nur 64 Minuten Fahrzeit, denn auf ihrer Strecke sind die Gleiskörper zwischen Weixdorf und Penrich, wo sie unterwegs ist, recht gut ausgebaut. Auf dem nördlichen Streckenabschnitt, größtenteils mit der Linie gemeinsam verkehrend, ist die Linie 8, welche insgesamt zwischen Hellerau und der Südvorstadt fährt. Die Linie 9 startet ebenfalls wie die Linie 1 in Prohlis und endet in Kaditz. Ebenfalls wie die Linie 6 ist die Linie 10 eine Tangentiallinie und sie startet an der Messe Dresden und endet in Striesen. Gleichzeitig ist sie auch noch die kürzeste Linie in Dresden. Auf einer knapp 11 Kilometer langen Strecke benötigt sie 35 Minuten Fahrzeit. Die Linie 11 ist zwischen ihren beiden Endstationen Bülau und Czertnitz unterwegs. Die Linie 12 startet gemeinsam mit der Linie 1 in Leutewitz und endet gemeinsam mit der Linie 10 in Striesen. Die Linie 13 ist genau wie die Linien 6 und 10 eine Tangentiallinie. Sie startet gemeinsam mit den Linien 9 und 1 in Prohlis und endet in Migden. Teilweise wird die Linie 13 von Migden aus auch nach Kaditz verlängert, wo die Linie 9 endet. Die Linie 20, die nur an ausgewählten Messetagen unterwegs ist, ist hier jetzt nicht eingezeichnet. Heutzutage besitzen die Dresdner Verkehrsbetriebe noch 3 Betriebshöfe für die Straßenbahn. Dies wären da zum einen der 1996 neu eröffnete Betriebshof in Gorbitz, ebenfalls der Betriebshof in Drachenberge im Nordwesten der Stadt und der Betriebshof in Dresden-Raik im Südosten der Stadt. In Dresden gibt es insgesamt 3 zentrale Umsteigehaltestellen. Diese wollen wir uns nun Schritt für Schritt anschauen. Die erste Haltestelle, die wir uns zu Gemüte führen wollen, liegt am Dresdner Hauptbahnhof. Sie ist zwar nicht die Haltestelle, an denen die meisten Straßenbahnlinien verkehren, allerdings aufgrund dessen, dass hier ja noch Regionalzüge, S-Bahnzüge und Fernzüge verkehren, ist dies ja der größte Verkehrsknotenpunkt im Stadtgebiet von Dresden. Eigentlich befindet sich am Hauptbahnhof nicht nur eine Haltestelle, sondern direkt 3. Die erste Zustiegsmöglichkeit zur Straßenbahn liegt direkt vor der Empfangshalle bzw. dem Eingangsgebäude des Dresdner Hauptbahnhofes zwischen den beiden Bahnviadukten. Hier verkehrt zum einen die Linie 3 zwischen Coschütz und Wildermann und die Linie 8 zwischen Südvorstadt und Hellerau. Aufgrund dessen, dass hier 2 Straßenbahnlinien halten, ist der Bahnsteig auch für die Länge von 2 Fahrzeugen ausgebaut. Der Bahnsteig verläuft auch teilweise unter dem südlichen Bahnviadukt. Der Dresdner Hauptbahnhof wurde im Jahr 1898, um genauer zu sein, am 23. April eröffnet und besitzt heute 16 Bahnsteige. Im Dresdner Hauptbahnhof fahren unter anderem auch alle 3 Dresdner S-Bahnlinien ab. Neben denen fahren auch weitere Regionalzüge und auch Fernzüge wie ICEs und ICs ab. Die zweite Straßenbahnhaltestelle liegt auch direkt neben dem Bahnhofsgebäude, allerdings hier am Ostausgang. Die Gleise der Straßenbahnhaltestelle verlaufen parallel zum Bahnhofsgebäude und somit in Ost-West-Richtung. Zwischen Penrich und Weixdorf unterwegs und die Linie 10, welche ihren Linienbetrieb zwischen der Messe und Striesen aufrechterhält. Die 2 Außenbahnsteige, die hier vorhanden sind, sind ebenfalls für den Halt von 2 Fahrzeugen ausgelegt.
Neben der Haltestelle befindet sich hier auch ein Infocenter der Dresdner Verkehrsbetriebe. Aus Richtung Westen kommt hier der eigene Gleiskörper vom Haltepunkt Freienberger Straße, auf den Linien 7 und 10 unterwegs sind. Am Ostende der Straßenbahnhaltestelle befindet sich eine große Straßenbahngleiskreuzung. Denn hier treffen sich nun mehrere Straßenbahnstrecken. Hier kommen nun die Linien 3 und 8 gemeinsam mit den Linien 7 und der Linie 9 und 11 aufeinander. Diese fahren nun hier gemeinsam in die dritte Haltestelle am Hauptbahnhof ein, die Haltestelle Hauptbahnhof Nord. Die Linie 10 fährt an der Kreuzung geradeaus weiter. An der Haltestelle Hauptbahnhof Nord verkehren somit 5 Straßenbahnlinien. Die Haltestelle liegt direkt parallel zur vierspurig ausgebauten St. Petersburger Straße auf eigenem Gleiskörper. Liegt die Fußgängerzone Prager Straße. Auf dieser befinden sich vielerlei Geschäfte und auch Erholungsmöglichkeiten. Werden dann von dieser Haltestelle aus weiter auf eigenem Gleiskörper gemeinsam in Richtung Innenstadt fahren. Nach der Haltestelle Walpurgisstraße werden die Linien sich trennen und weiter zu den nächsten großen Umsteigeknoten fahren, zu denen wir jetzt kommen. Der zentrale Umsteigepunkt im Netz der Dresdner Straßenbahn ist die Straßenbahnhaltestelle Postplatz. Hier verkehren insgesamt 7 Straßenbahnlinien, welche da die Linien 1, 2, 4, 8, 9, 11 und 12 wären. Sein heutiges Auftreten mit den Glasdächern und der Stahlkonstruktion erhielt der Haltepunkt im Jahr 2005. Fertiggestellt wurde die Haltestelle komplett im Jahr 2006. Vorher befanden sich hier 16 einzelne Haltestellen. Jetzt sind es nur noch 2 Doppelhaltestellen. An den Haltestellenseiten, an denen beide Haltestellen aufeinander zulaufen, befindet sich eine große Straßenbahngleiskreuzung. Diese ist hier notwendig, da hier die Straßenbahnlinien in alle Himmelsrichtungen fahren und auch mehrere geradeaus fahren sowie abbiegen. Zwischen den beiden Haltestellen befindet sich außerdem noch ein großes Glasdach, welches die beiden Haltestellen optisch miteinander verbinden soll. Am Postplatz steigen täglich bis zu 40.000 Fahrgäste ein, aus und um. Bedeutend ist die Haltestelle auch im Nachtverkehr, denn hier treffen sich alle verkehrenden Linien an der Haltestelle zu einer bestimmten Uhrzeit mehrmals in der Nacht. Die Haltestelle, welche in Nord-Süd-Richtung verläuft, wird von 4 Straßenbahnlinien angefahren. Diese wären da die Linie 8 zwischen Hellerau und Südvorstadt unterwegs, Linie 9 zwischen Kaditz und Prohlis, Linie 11 zwischen Bülau und Schertnitz und die Linie 12 zwischen Leutewitz und Striesen. An der Haltestelle in Ost-West-Richtung halten nur 3 Straßenbahnlinien. Diese wäre da zum einen die Linie 1 zwischen Prohlis und Leutewitz, die Linie 2 zwischen Kleinschachwitz und Gorbitz und die Linie 4 zwischen Laubegast und Weinböhla. An dieser Haltestelle befindet sich auch auf beiden Seiten städtische Bebauung. Außerdem ist neben dieser Haltestelle auch der Individualverkehr unterwegs, im Gegensatz zur Haltestelle in Nord-Süd-Richtung. Die dritte große Umstiegshaltestelle ist die Station Pirnaischer Platz. Hier treffen sich nun alle Linien, die durch die Innenstadt verkehren, die sich noch nicht begegnet sind.
Auch hier gibt es wieder zwei voneinander getrennte Doppelhaltestellen, sowohl in Ost-West-Richtung als in Nord-Süd-Richtung. An der Haltestelle in Nord-Süd-Richtung hält die Linie 3 Koschitz-Wildermann und die Linie 7 Penrich-Weixdorf. Des Weiteren hält auch noch die Linie 12, die vom Postplatz aus kommend weiter in Richtung Striesen fährt. Neben dem hält hier auch noch eine Buslinie. Dies ist die Linie 62. An dieser Haltestelle befindet sich in Fahrtrichtung Norden auch noch ein DVB-Infocenter. Bis 1820 stand an diesem Platz das Pirnaische Tor der Stadtmauer. Auch am Pirnaischen Platz gibt es wieder ein hohes Fahrgastaufkommen. Hier wurden auch um die 40.000 Fahrgäste gezählt. An der Haltestelle in Ost-West-Richtung halten auch dieselben Linien, die auch schon am Bahnsteig des Postplatzes in Ost-West-Richtung hielten. Dies sind nämlich die Linien 1, 2 und 4. In Richtung Osten müssen die Straßenbahnen der Linien 1, 2 und 4 sowie auch der Linie 12, die dann hier auf die Gleise abbiegt, noch die B170 überqueren, welche eine vierspurige Hauptverkehrsader in Dresden ist. Deshalb müssen die Straßenbahnen bei der Ausfahrt in Richtung Osten eine etwas längere Wartezeit auf sich nehmen. Dresden liegt, wie bereits schon einmal erwähnt, am Fluss Elbe. Dieser teilt die Stadt auch gewissermaßen in zwei. Um beide Seiten miteinander zu verbinden, gibt es mehrere Brücken über die Elbe. Auf vier dieser Brücken sind auch Straßenbahnen unterwegs. Die Straßenbahnlinien 3 und 7 fahren über die Carola-Brücke, um zwischen den beiden Elbseiten hin und her zu gelangen. Die heutige Carola-Brücke wurde am 4. Juli 1971 eröffnet. Direkt neben der Carola-Brücke liegt die Augustusbrücke. Das heute hier zu sehende Erscheinungsbild der Brücke wurde im Jahr 1907 bis 1910 errichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Brücke allerdings beschädigt und musste bis 1949 wieder aufgebaut werden. Dabei wurde sie allerdings fast unverändert wie vorher aufgebaut. Das heutige Bauwerk besitzt eine Gesamtlänge von 390 Metern. Einen besonders guten Blick hat man von der Augustusbrücke allerdings auf die Altstadt und die Brühlischen Terrassen. Im Westen befindet sich die Marienbrücke bzw. die Marienbrücken. Hier befindet sich neben der Straßenbrücke auch noch eine Eisenbahnbrücke. Auf der Straßenbrücke liegen die Straßenbahngleise, auf denen die Linien 6 und 11 unterwegs sind. Die Straßenbrücke stammt aus dem Jahr 1852. Auf der Albertbrücke, welche die vierte Brücke ist, sind die Straßenbahnlinien 6 und 13 unterwegs. Wer Straßenbahnen vor einer historischen Kulisse sehen will, der sollte unbedingt einen Abstecher zum Theaterplatz beim Stadtbesuch machen. Hier sind nämlich rings um die Straße, auf der die Straßenbahngleise liegen, historische Gebäude zu sehen. Die Haltestelle liegt zwischen Postplatz und Augustusbrücke und wird von den Linien 4, 8 und 9 angefahren. Direkt neben einer der beiden Haltestellen liegt auch das namensgebende Gebäude am Platz. Direkt gegenüber der Haltestelle in Richtung Norden, also in Richtung Augustusbrücke, liegt die Semperoper. Die Dresdner Semperoper wurde im Jahr 1878 errichtet und ist das Opernhaus der Sächsischen Staatsoper Dresden. Über dem Hauptportal prangt eine Quadriga in der Höhe. Benannt ist die Oper nach ihrem Architekten Gottfried Semper. Das Gebäude besteht an der Außenfassade aus Sandstein und ist mit vielen Skulpturen und Stuck bestückt.
Neben der Semperoper liegt am Theaterplatz auch der Dresdner Zwinger. Der Dresdner Zwinger entstand im Jahr 1709 für den Kurfürsten Friedrich August I., besser bekannt als August der Starke. Der barocke Bau diente ihm als Residenz. Heute zählt er zu einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie Baudenkmäler in Dresden und ganz Sachsen. Doch wir wollen uns nun noch den Fuhrpark der Dresdner Straßenbahn anschauen. In Dresden sind auf den Kursen der Linie E3 nach Plauen, welche eine Verstärkerlinie zur Linie 3 ist, noch teilweise Tatra-Fahrzeuge anzutreffen. Diese wurden zwischen 1968 und 1987 nach Dresden geliefert. Die Fahrzeuge sind 14 Meter lang und weisen eine Kapazität von 115 Stehplätzen und 20 Sitzplätzen auf. Kommen wir nun zu den etwas moderneren Fahrzeugen vom Typ NGT 6 DD oder NGT 8 DD. Die NGT 6 DD sind die kürzere Variante dieser Designausführung von Straßenbahnfahrzeugen. Sie besitzen eine Länge von 30,2 Metern. Die NGT 8 DD sind hingegen 41 Meter lang. Sie wurden von Bombardier in Bautzen gebaut und von 2001 bis 2003 ausgeliefert. Insgesamt besitzen diese Fahrzeuge ein Leergewicht von 48 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die Dresdner Verkehrsbetriebe besitzen von diesem Fahrzeugtyp 23 Triebwagen. Besitzen tun sie 8 Achsen. Vom Typ NGT 6 DD gibt es insgesamt 60 Exemplare. 13 davon sind als Zweirichtungstriebwagen ausgeführt und 47 als Einrichtungswagen. Gebaut wurden diese Fahrzeuge von 1995 bis 1998 in Bautzen, allerdings damals noch von DWA, welches später von Bombardier übernommen wurde. Das Leergewicht beträgt hier nur 33 Tonnen. Im Inneren bieten die Fahrzeuge des NGT 6 DD deutlich weniger Platz als die des NGT 8. Im Zweirichtungstriebwagen gibt es 72 Sitzplätze und im Einrichtungs 88 Sitzplätze und Stehplätze im Einrichtungswagen 96 und im Zweirichtungswagen 112. Im NGT 8 gibt es 112 Sitzplätze und 144 Stehplätze. Eingesetzt werden die Fahrzeuge vom Typ NGT 8 vorwiegend auf den Linien 6 und 10. Teilweise aber auch auf der Linie 4 oder der Linie 13. Die NGT 6 Fahrzeuge kommen vorwiegend auf den Linien 4 sowie auch auf der Linien 6 und 10, aber auch auf der Linie 12 zum Einsatz. Als nächstes schauen wir uns die Fahrzeuge vom Typ NGT D8 DD an. Diese Fahrzeuge wurden von 2006 bis 2009 gebaut, ebenfalls vom Bombardier in Bautzen. Dabei entstanden insgesamt 40 Triebwagen in zwei Bauserien. Das Leergewicht der Fahrzeuge beträgt fast 40 Tonnen. Von der Länge her sind sie ungefähr vergleichbar mit dem NGT 6 DD. Denn sie sind 30,4 Meter lang. Die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge beträgt ebenfalls 70 km/h.
Im Innenraum finden sich 69 Sitzplätze in den Fahrzeugen der ersten Bauserie und 73 in den Fahrzeugen der zweiten Bauserie. Stehplätze sind in beiden 103 vorhanden. Eingesetzt werden die Triebwagen auf den Linien 1, 8, 9 sowie 13. Zu guter Letzt schauen wir uns nun noch die längsten Fahrzeuge im Fuhrpark an. Die Fahrzeuge sind 45,09 Meter lang und wurden in zwei Bauserien ausgeliefert. In der ersten Bauserie wurden 32 Fahrzeuge von diesem Typ NGT D12DD beschafft und in der zweiten somit 11. Insgesamt besitzen die Dresdner Verkehrsbetriebe somit 43 Triebwagen von diesem Typ. Gebaut wurden die Fahrzeuge bereits wie die vorgestellten Fahrzeuge von Bombardier in Bautzen. Die erste Bauserie entstand dabei von 2003 bis 2005 und die zweite Lieferserie wurde von 2009 bis 2010 gebaut. Leer wiegt das Fahrzeug 56,7 Tonnen. Fahrzeuge in einer ähnlichen Ausführung verkehren in Leipzig. Die Fahrzeuge besitzen 5 Wagen, welche durch 4 Gelenke miteinander verbunden sind. In jedem Wagen gibt es nur eine einzige Tür. Im Innenraum bieten sich dem Fahrgast 107 Sitzplätze sowie 153 Stehplätze. Eingesetzt werden die Fahrzeuge auf den Linien 2, 3, 7 und 11. Die Straßenbahn Dresden besitzt allerdings noch eine weitere erwähnenswerte Besonderheit im Gegensatz zu anderen Straßenbahnbetrieben. Hier gibt es nämlich überdurchschnittlich viele Überlandstrecken. Zum einen ist die Strecke nach Weixdorf als Überlandstraßenbahn auf eigenem Gleiskörper angelegt. Auf ihr ist die Linie 7 unterwegs, welche parallel zur Straße verkehrt. Bis zum Abzweig in Finnien Süd verkehrt parallel auch noch die Linie 8. Die Linie 4 ist ja, wie bereits erwähnt, die längste Straßenbahnlinie Dresdens mit 28 Kilometern Länge. Diese Länge kommt aufgrund ihres Überlandstreckenabschnitts zustande, der über Coswig und Radebeul bis nach Weinböhler reicht. Somit besitzt sie auch die längste Überlandstrecke im Straßenbahnnetz von Dresden. Sehr interessant anzusehen ist auch der Abschnitt der Linie 8 zwischen dem Abzweig in Finnien Süd und der Haltestelle am Hellerrand. Dieser eingleisige Streckenabschnitt führt nämlich komplett durch Waldgebiet ohne jegliche Bebauung links und rechts der Strecke. Über diesen Streckenabschnitt wird der Stadtteil Hellerau mit dem Stadtzentrum bzw. der zweigleisigen Strecke entlang der Straße verbunden.
Und nun gibt es nochmal eine kleine Mitfahrt durch den bewaldeten Abschnitt zu sehen. So, mittlerweile sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich danke damit auch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einer Bewertung dieses Videos mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt mir auch einen Kommentar und bringt auch gerne Kritik an, die hilft mir immer weiter. Das freut mich sehr. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, welches dann in 2 Wochen erscheinen wird. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Und tschüss.